Das sind besondere Gefühle, die dabei entstehen. Beim Malen vergisst man alles um sich herum. Und dabei erlebt man etwas Besonderes, was schwierig in Worte zu fassen ist. Für mich ist vor allem wichtig, dass ich nach Inspiration male, dass ich das Motiv wirklich mag und dass ich den Wunsch danach verspüre, dieses Motiv zu malen. Meine Malerei ist jetzt zu meinem Lebensinhalt geworden. Ohne die Malerei würde in meinem Leben etwas fehlen. Das Leben von Benjamin Znidaric ändert sich im Alter von 27 Jahren durch einen Unfall. Während seines Studiums der Elektrotechnik fiel er von einem Kirschbaum. Mit den Folgen einer Tetraplegie. Während seines Aufenthalts in einem Rehabilitationszentrum begann er, Gedichte zu schreiben. Später organisierte er unter anderem Malkurse und begann, sich selbst der Mundmalerei zu widmen. Mein Malstil war am Anfang sehr mit dem des Malers Janusz Kardeli verbunden. Doch jetzt male ich mit Acrylfarben und Ölfarben. Ich habe aber eine spezifische Technik des Malens mit dem Malspachtel. Bei meinen Motiven lasse ich mich von meiner Inspiration leiten. Vor allem ist es mir wichtig, dass mir das Motiv am Herzen liegt, dass ich sofort den Wunsch spüre, dieses Motiv auch zu malen. Das ist der wichtigste Maßstab bei meiner Malerei. Im Jahre 2011 wird Benjamin Znidaric aufgrund seiner Leistungen als Vollmitglied bei der Vereinigung der Mund- und Fußmalenden Künstler aufgenommen. Die Vereinigung der Mund- und Fußmalenden Künstler stärkte mein Selbstbewusstsein, ermöglichte mir, in meinem Leben alle meine Fähigkeiten zeigen zu können und öffnete mir in bestimmter Weise die ganze Welt der Kunst, die irgendwo im Nebel versteckt für mich war. Und das zeigte sich jetzt durch diese Organisation. Kot en božji dar, bomo rekli.